die Konradswahl war schon ziemlich geil. Auch wenn ich jetzt nicht reingekommen bin in Konrad, aber trotzdem einfach nur dieses, die Leute da zu sehen, das Team. Essen ist auf so einer Konferenz eigentlich so das A. So eine Konferenz steht und fällt mit einem guten Essen. Wenn man hungrige Teilnehmer hat, wird es ein furchtbares Wochenende. Und mit vollem Magen und wenn es schön warm ist und man sich wohlfühlt und vielleicht auch ein Bierchen in der Hand hat, dann ist es einfach viel, viel einfacher zueinander zu finden und auch wirklich konstruktive Arbeit vorzubereiten oder auch einfach zu machen. Einfach dieses Zusammensein, miteinander reden, miteinander kommunizieren, was anderes sehen, was man noch nie vorher gesehen hat. Das ist so das, was diesen Charme der Psychologie ausmacht. Was ist der Stand? Was ist an Arbeit schon gelaufen? Wo wollen wir hin? Wollen wir eine Stellungnahme schreiben? Wollen wir einen Leitfaden erstellen? Und sowas wird dann eben in dieser Kleingruppenarbeit generiert und das dann eben am Sonntagsplenum vorgetragen. Was war in dem Psycho-Club für dich? Eine gute Gelegenheit, die Leute wieder zu treffen, die ich mag. Völlig verrückt. Connecting people. In einem Wort ist die Psycho-Club für mich Vernetzung.